Hallo Leute, hier ist so wieder der Mandelstorm X, der Modellbau Noob. Leider ist das Wochenende schon fast zu Ende, aber versuchen wir noch in den letzten Stunden was draus zu machen oder beziehungsweise das Beste draus zu machen. Und ich habe mich mal versucht zurückzuerinnern, was ich so vor meinem Videostart oder Channelstart oder Kanalstart bei YouTube so gebastelt habe, während ich noch mein Sammelsurium vervollständigt habe. Es ist ja noch recht alles neu und ungebraucht, das könnt ihr selber sehen. Ich habe wirklich fast gar nichts gebaut vor Channel Start. Aber ohne Material kann man was bauen und da ist mir eingefallen, ja klar, du hast doch hier diesen Fokker DR1 gebaut. Was heißt gebaut? Gesteckt und gemacht. Zwischen zwei Auktionen, wo du gesammelt hast. Die Verpackung habe ich mittlerweile schon nicht mehr, nehme ich an, stark. Da war das Teil drauf, den habe ich auch zusammengeschraubt. Wo ist er? Müsst ihr jetzt gucken, weiß ich jetzt gerade nicht. Da habe ich mir gedacht, mit ein paar Projekten hängst du ja fest, beziehungsweise du musst üben, bevor du das Objekt verhunzt. Also spachteln muss ich noch ein bisschen. Ja, bevor es videoreif ist, noch ein bisschen üben. Und da habe ich mir gedacht, du hast doch von dem noch einen großen Bruder hier. Kleiner, mach mal Platz. Da kommt der große Bruder reingeflogen. Der müsste doch eigentlich echt gut zu bauen sein und ich will jetzt nicht sagen zu fliegen sein. Nee, der müsste ganz ohne Probleme ja, zusammenzuschrauben sein. Kleben. Malen, basteln, fliegen, keine Ahnung. Passt doch, oder? Ich meine, das Teil mal anzupacken, oder? Wie, Moment, der Kleine sagt gerade zu mir, das ist nicht der große Bruder. Wieso? Sprechen auch manchmal Modelle zu euch, also zu mir scheinbar schon, aber irgendwie revoltiert der Kleine gerade. Der meinte, nee, das ist er nicht. Jetzt schauen wir auf den Dachboden. Ach, was steht denn hier eigentlich? 6,99. Aha, wusste ich gar nicht. Aber wenn du willst, Kleiner, dann schaue ich mal oben auf den Dachboden, was ich da noch habe. Und währenddessen ich das da mache, oben rumwühlen und kuscheln, dann blende ich euch mal ein kleines Filmchen ein, wie es so viele bei YouTube gibt. Aber ich finde, diese Filme, die haben was, die inspirieren und die bringen einen im Endeffekt auch zum Bauen, mich jedenfalls. Ja, schaut euch das Teil einmal an. Ich verschwinde dann mal auf den Dachboden. Und das ganz schnell, weil During auf so viel Zeit ist heute nicht 2006, the mehr. five Fokker Bis denne. DR1 triplanes seen at the last two classic fighter shows were given major cosmetic makeovers. In some cases, this was as simple as a new paint job, while in others, it was more drastic, including the complete removal of the old aircraft fabric. New fabric was then fixed to the airframe, and finally the new color scheme applied. Previously, the color schemes of the five triplanes represented an eclectic mix of pilots. But by Classic Fighters 2007, the triplanes, including two new aircraft, had all been recreated as individual aircraft from one unit, Jaster 11. Jagdstaffel 11, or Number 11 Fighter Squadron, was first formed in September 1916 and had a rather undistinguished beginning. However, in January 1917, when Manfred von Richthofen became the commanding officer, the unit began its rise to fame. Jaster 11 pilots represented by the seven aircraft include Manfred von Richthofen himself. The bright all-red of von Richthofen's triplane must be one of the most recognized aircraft color schemes of all time. By June 1917, von Richthofen had gone on to command the newly formed Jagdgeschwader 1, which was a collection of four fighter units, including Jaster 11. The purpose of this larger unit was to be highly mobile, enabling it to be moved to whichever part of the Western Front it was needed most, at short notice. The variety of bright color schemes used by the individual pilots of JG-1
helped the composite unit earn its nickname von Richthofen's Flying Circus. So, da bin ich wieder zurück vom Dachboden sozusagen. Der Kleiner hatte recht. Da gibt es ein Modell, was ich noch habe. Ja, da staunt ihr, wa? Das ist was ganz, ich sag mal, für den Normal-Endverbraucher was ganz Seltsames oder Besonderes. Für mich jedenfalls. Es ist wirklich eine Fokker DH1. Ich spreche es mal nicht aus, das kann nur falsch werden. Es ist auf jeden Fall aus der Tschechoslowakei und ich weiß jetzt gerade nicht, ob man das sehen kann. Das kostete mal 17 tschechische Kronen. Ich war in meinem Jugendalter auch mal immer wieder in diesem Grenzbereich aktiv oder beziehungsweise haben besucht, hab's genossen. Es war eine schöne Zeit in der Tschechoslowakei. Aber dieses Modell habe ich irgendwo ersteigert. Ich muss aber wieder mal rauszoomen. Ganz vergessen. Und der Kleine sagt gerade, das ist wirklich mein großer Bruder. Und dann schauen wir doch mal rein und entdecken mal oder packen aus den großen Bruder. So schaut das dann aus. Eine wunderbar. Mein Tschechisch ist ein wenig eingerostet, aber mal eine Passage euch vielleicht so einblenden, wie das aussehen kann. Ja, vielleicht kann man es lesen. Also mir fällt es noch schwer zu lesen. Wie gesagt, mein Tschechisch ist ein wenig eingerostet. Aber wenn man dann hier so sieht, ein paar Sachen. Ich versuche das mal. Ich zoome mich wahrscheinlich immer noch durch die Welt, beziehungsweise wie es denn funktioniert, habe ich noch nicht ganz raus, aber beziehungsweise die Praxis fehlt. Hier zumindest steht wahrscheinlich ein Maßstab von 1 zu 50. Das klingt natürlich sehr komisch, beziehungsweise so komisch ist es gar nicht. Es gibt ja tonnenweise Modelle mit 1 zu 48. Und warum soll es nicht mal 1 zu 50 sein? Das macht mich jetzt nicht schwach oder es tönt mich nicht ab. Warum nicht? Und schaut mal hier, das ist mal eine ganz sensationelle Bauanleitung. Aber ich denke, man versteht's und kann man da noch mal zoomen ein Stück raus, jawohl. Hier ist noch mal ein zweiter Teil. Noch mal reinzoomen, geschwind. Na, ist das was? Da lacht das Herz. Ja, besser wie nix, oder? Schön. Und der Hammer. Für mich jedenfalls der Hammer. In den 70er Jahren irgendwo wird das Modell wahrscheinlich entstanden sein. Wie gesagt, das ist ein tschechoslowakisches Modell aus der wunderschönen Stadt Prag oder wie man hier so liest, Praha. Ja, es ist immerhin in Farbe das Tarnschema dargestellt. Die waren damals den anderen etablierten Herstellern weit voraus, finde ich. Sensationell, Respekt, ich ziehe den Hut, meine nicht vorhandenen, aber finde ich klasse, deswegen nicht schlecht. Jetzt kommt noch mal die absolute Härte, das heißt, ja, da waren ein paar Versprechen neu, das heißt nichts, es läuft nicht alles rund, auch wenn nichts hart ist. Jetzt nochmal zum eigentlichen Set, 1 zu 50, Fokker DH1, da haben wir, wie gesagt, aus den 70er Jahren, das heißt, die Dickel sind 40 Jahre alt und ich finde trotzdem, nochmal einblenden, die sind gar nicht so schlecht, ihr werdet es gleich hören. Na, geht ja wunderbar ab. Die sind vielleicht jetzt nicht mehr so doll komplett schwarz, aber es gibt ein paar weiße Spuren drauf. Aber die sind auch nicht richtig vergilbt, also das Pergament hat drauf gehaftet und hat die Dickels sehr gut geschützt, finde ich, für das Alter.
Und deswegen sind sie absolut brauchbar für mich. Ich weiß bloß nie, wenn sie drauf kommen, wie sie reagieren. Habe ich noch nie gemacht, aber ich hoffe, das wird eine super Sache. Deswegen drauf, gut weglegen. Okay, jetzt kommt es zum absoluten, ja, eigentlich passt bloß Super-GAU. Nee, Super-GAU ist es nicht. Ich mache jetzt die Tüte auf nach x Jahren. Und 1 zu 50, was für ein schöner Maßstab. Jedenfalls für die Hände, für das Alter, für die Augen. Ich muss mich nicht tot fummeln und brauche wahrscheinlich auch keine Brille. Das sieht auch schon mal nicht schlecht aus, oder? Nochmal rauszoomen. Wir haben sogar einen sensationellen Ständer, der jetzt gerade nicht passt. Macht nichts, kriegt man hin. Und jetzt hier das Modell. Es fallen nur wenige Teile aus. Und ansonsten, es geht gar nicht auseinander. Es hängt an sich, in sich, um sich. Moment, wie passt das jetzt? Okay. Nicht so einfach. Ich glaube, den Flügel muss ich jetzt... Ah, die haben das geknickt, oder wie, den GS-Ast? Oder wie? Tut mir ja leid, dass ich jetzt keine perfekte Präsentation hinstellen kann, hinstellen muss. Aber ihr wisst ja selber, ich bin Anfänger und ja, warum auch nicht mal einfach vor der Kamera. Ja, dann geht es halt ab und dann geht es... Ja, die Modellbauseele, die wird jetzt also bei vielen nur an die Decke springen und sagen, ja, das kann er doch nicht so machen. Nee, das kann er nicht so machen, aber mir bleibt nichts anderes übrig gerade. Also, ich lasse das mal fallen. Das ist irgendwie ganz komisch geknickt. Aber, ja. Sensationell. Ich denke, ich krieg's auch ohne irgendwelche Nummern und Ziffern zusammen. Die Bauteile erklären sich doch auch wieder von selber und ihr seht auch hier, es gibt nicht viel zu entgraden. Die Kreuze sind, ja, wie soll man sagen, eingraviert. Ich hoffe, es gibt noch einen speziellen Look oder einen speziellen Effekt. Ich bin eigentlich ganz, sagen wir mal, scharf auf das Modell. Weil, wo ist denn, ja, der kleinere, der mittlere Bruder da, der 1,72, der ist ja nur ein bisschen kleiner und da muss man wahrscheinlich mehr fummeln. Aber hier, schaut euch diesen großen, diesen Piloten an, da kann man ja echt da tonnenweise Farbe verschwenden, beziehungsweise kann man mal ausrutschen, ohne dass gleich das ganze Projekt in Gefahr gerät. Die schönen großen Räder. Ja, nee, also ich denke mal, das ist schon ein Maßstab für einen Anfänger, wo einfach mal sagt, wenn du beginnst, vielleicht mach's nicht so klein, weil ich musste die Erfahrung jetzt doch schon langsam machen. Je kleiner das Modell ist, umso mehr sollte man vielleicht Erfahrung haben. Sonst ist man zu sehr frustriert irgendwann. Deswegen vielleicht auch jetzt mal den für mich Rückschritt, ich gehe auf ein größeres Modell mal zu und guck mal, dass ich recht schnell ein Erfolgserlebnis erzielt, beziehungsweise ja, es macht wahrscheinlich mir selber mehr Spaß als so ein kleiner feiner, und ich blende mich mal aus und cutte noch eine Szene rein, schalte einfach die Filmchen an, wenn er noch einen kleinen Doppeldecker oder Triplane heißt es, glaube ich, ja, irgendwo da im Regal habt, dann baut einfach mit und seid aktiv. Wie gesagt, das ist die Zeit zum Modellbau. Ich denke mal, ich schmeiße das Ganze mal in mein neues Seifenlaugebad und schau, dass ich kein Teil verliere in irgendeinen Ausguss. Und dann geht's los mit Bauen und Basteln, gell? Alles klar, das war's wahrscheinlich schon für dieses Wochenende.
Und dann blende ich mich mal aus. Aus die Maus. Sagt der Metal Storm X, der Modellbahnhof.